Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Ich bin der Jan Reuter und ich spreche heute über das sympathische Nervensystem. Dass der Mensch kompliziert ist, ist keine Neuigkeit. Aber auch die Organfunktionen müssen aufeinander abgestimmt sein. Sie müssen schnell reagieren und sich sehr flott anpassen. Das Steuerungssystem im Menschen besteht aus dem zentralen Nervensystem, dem ZNS, plus Gehirn, plus Rückenmark. Wir haben zwei getrennte Wege zur Kommunikation mit den peripheren Organen. Das ist einmal das somatische Nervensystem und auf der anderen Seite das vegetative Nervensystem. Was ist nun das somatische Nervensystem? Dort geht es um die Nerven der Oberflächen und Tiefensensibilität, der Sinnesorgane und der Skelettmuskulatur. Aufgaben sind einfach den Zustand der Umwelt zu erfassen, wie eine Art Thermostat, damit der Mensch, damit ich, damit wir situationsgerecht Körperbewegungen steuern können, wenn jetzt eine Bedrohung da ist, also wenn der Säbelzahntiger vor uns steht oder die Schwiegermutter, Reaktion, Flucht oder Angriff. Dann haben wir das vegetative Nervensystem, das kontrolliert zusammen mit dem endokrinen System die Innenwelt. Das endokrine System, das ist das System der, in Anführungsstrichen, der Drüsen. Das vegetative Nervensystem stimmt die Funktion der inneren Organe auf die jeweiligen Bedürfnisse ab. Manchmal ist es gut, wenn ich aufs Klo gehen kann, manchmal ist es unangepasst, eben auf der Jagd oder auf der Flucht. Das vegetative Nervensystem ist nerval gesteuert, das heißt, wir haben eine sehr, sehr schnelle Anpassungsmöglichkeit und die Aktivität ist weitestgehend selbstständig. Wir sprechen hier beim vegetativen Nervensystem auch vom autonomen Nervensystem. Beim vegetativen Nervensystem habe ich einen sympathischen Anteil. Da geht es um Action, wie Arnold Schwarzenegger sagen würde. Und ein parasympathischer Anteil, da ist eher Wellness oder Relaxation angesagt. Die Folgen einer Sympathikusaktivierung, hier sieht man schon ein bisschen angedeutet, kommt im nächsten oder in einem der nächsten Videos. Dort erkläre ich dann ganz genau, was passiert im ZNS, was passiert mit den Augen, mit dem Fettgewebe, Blase, Skelett, Muskulatur, Magen, Darm und. Ja. Das war's von meiner Seite. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Macht's gut, zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace. Bye.